Ja, moin Pyrus, wie ihr bereits wisst oder wissen solltet, habe ich ja gesagt, das nächste Unboxing gibt es, wenn ich wieder in Polen bin. Das war mein Finger. Ja, Bestellwert 51,50 € oder 80, irgendwie sowas in den Dreh. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Wenn es sein sollte, ich nehme es auf dem Badezimmer auf. Im Badezimmer, auf dem Boden, so rum. Ja, genau. Wie gesagt, wir befinden uns hier in Polen bei Verwandten. Deswegen kann ich die Videos auch direkt in den nächsten Tagen schon aufnehmen, hier die Tests. Artikel 1 ist Jorge FP3, 2,1 Gramm, deutlich schwächer geworden von damals, wenn man es mit heute vergleicht. Dennoch noch ein guter Böller, wie gesagt 2,1 Gramm, Jorge, Kategorie F3. Dann kommen wir zu einem Artikel, der jetzt schon ausläuft. Alter, schaut euch das mal an. Das kannst du keiner erzählen, ey. Ja. Ich gucke hier. Alter, die ganze Packung ist hinten voll gesifft. Ja, Bravo XL, 6 Stück, 1,5 Gramm pro Böller, wenn wir auf 9 Gramm in der NEM insgesamt kommen. 3,50 €, sage ich jetzt schon mal keine Kaufempfehlung, weil die ganzen Scheißteile laufen aus. Dann ein Artikel, den ich erstmal in die Ecke werfe und zweimal bestellt habe. Megakresk, 10 Stück. Ja, wollte ich eigentlich nur ein, habe es aber erst gesehen, als ich Bestellung abgeschickt habe, dass ich zwei im Warenkorb hatte. Ja, F3. Mit 1 Gramm pro Böller, denke ich mal, ist das 3 € pro Stück. Jorge FP3 waren 3,50 € und die anderen da waren auch 3,50 oder 3,25, 3,20, irgendwie sowas. Dann Mephisto Manna, 20 Stück enthalten, 10 Gramm NEM müssen die haben, sind von Jorge. Genau, hier 10 Gramm NEM. Danke, dass du fokussierst, Handy. Ganz nettes Design eigentlich. Können wir mal aufmachen. Ja, hier klebt jetzt schon überall wieder das ganze Zeug dran. Ja. Ich möchte ihn jetzt nicht weiter vorstellen und in der Hand halten, weil ich keinen Bock habe, dass mir gleich die ganzen Hände voller BKS oder Gipsis und was da alles rauskommt. Dann kommen wir zum letzten Böller-Artikel, den P1000. Ja. 4,75 € haben die gekostet. Sind 36 Stück, glaube ich, in einer Packung drinne. Insgesamt 54 Gramm NEM, also irgendwas mit 1 Gramm pro Böller. Ja, sind auch, glaube ich, innen drin nochmal einzeln verpackt, so wie es aussieht, in 6er Päckchen. Ja, 6x6 Stück sieht so aus. Ja, läuft auch schon ein bisschen aus, aber bei weitem nicht so schlimm wie die anderen eben. 4,45 wie gesagt. Dann kommen wir zur ersten Batterie, die Dumbum. Ja. Genau, F2-Zulassung, also auch ganz legal in Deutschland, für jeden erhältlich, der 18 ist. Eher aber in den Online-Shops erhältlich. Ja. Batterie 16 Rand, also 16 Schuss. Genau. F2 128 Gramm NEM. Kaliber müssten 20 mm sein, wenn man sich das anschaut. Genau. Preis war 6 Euro. Dann habe ich hier die Wanted. Hier sieht man es ganz. Leider die Mittelfinger zensiert. Kann man auch nicht abmachen. 20 mm, 25 Sekunden Brenndauer. Und 15 bis 20 Meter Effekthöhe. NEM ist 108,8 Gramm in der F2-Zulassung, also auch für jeden, der 18 ist, erhältlich, ganz legal. Badge 2020, also ganz neu. War, glaube ich, 6 Euro auch, weiß ich gar nicht. Oder 7 Euro, keine Ahnung. Und der letzte Artikel ist der letzte, ja, die Hooligans-Batterie. Ebenfalls F2, 108,8 Gramm. Waren, glaube ich, auch 6, 7 Euro. 20 mm, 25 Sekunden Brenndauer und 15 bis 20 Meter Effekthöhe. Auch für jeden ganz legal und frei erwerblich, der 18 Jahre ist in Deutschland. So. Das war's dann auch schon. Das ist meine kleine Übersicht. Ja, ich packe euch das hier mal ein bisschen schöner noch hin. Brauche ich ja schließlich auch noch fürs Thumbnail. So, genau. Dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Guckt doch mal bei Pyro Galaxy vorbei, den verlinke ich unten. Einer, mit dem man ganz gut schreiben kann und der auch Ahnung von den Böllern hat. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.